Hallo ihr Lieben, Film läuft, ich auch, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin plötzlich wieder ein Streetcraner. Um Streetcraning und um den Jakobsweg soll es heute im Video gehen. Kurzes Intro und Start. Mal kurz für alle, die gar nicht wissen, was Streetcraning ist. Das bedeutet, man läuft jeden Tag. Das Wort Streak heißt übersetzt Streifen. Man absolviert also einen Streifen von zusammenhängenden Läufen und der darf nicht zerreißen. Man läuft wirklich jeden Tag und muss mindestens 1,6 Kilometer machen, mindestens eine Meile. Ich habe schon mal 193 Tage in Folge geschafft und habe dann aufgehört. Mein Freund René hat sogar 384 Tage geschafft. Heute ist mein 26. Tag und ich gehe es aber diesmal nicht ganz so ernst an. Ich darf diesmal auch drinnen was auf dem Laufband machen. Und wenn es halt vorbei ist und es zu anstrengend wird, dann höre ich eben damit auf. Aber im Moment macht es noch richtig viel Spaß. Das Schwierigste am Streetcraning ist wahrscheinlich die Zeit dafür zu haben. Ja, das ist gar nicht so einfach, das in den Alltag mit Familie, Arbeit und so vielen Terminen zu integrieren. Ja, bei mir ist es Laufen das einzige Hobby, das einzige primäre Hobby und da passt das schon. Ich erinnere mich noch an meine letzte Streak, da gab es einige Tage, wo das so gar nicht reinpasste. Morgens 4:30 in Dresden, nachher startet gleich der Megamarsch, aber ich muss ja heute meine Streak rennen, marschieren zählt nicht. Tag 63 von meiner Streak. Ja, der Tag fing nicht so dolle an, ich war heute früh beim Zahnarzt zu einer Wurzelbehandlung, boah. Ja, und um den Schmerz zu kompensieren, laufe ich jetzt erstmal hier eine Runde durch den Wald bei herrlichem Frühlingswetter. Der Marathon von gestern ist ein Teil von meiner Streak, die ich auch jetzt noch nicht abreißen lassen will. Und so bin ich heute am Tag danach schon wieder unterwegs mit heftigem Muskelkater, aber das nützt ja nichts. Heute ist Tag 118. 2018 habe ich mit meinen Freunden Kalle und Peter begonnen auf dem Jakobsweg zu wandern, jedes Jahr ein Stück. Damals sind wir in Görlitz an der polnischen Grenze gestartet und bis nach Kamenz gekommen. Im Jahr drauf, 2019, sind wir von Kamenz bis Dornreichenbach gelaufen. Letztes Jahr von Dornreichenbach bis nach Freiburg an der Unstrut. Und dieses Jahr ging es dort wieder weiter. Ja, und wie das mit dem Laufen zusammenpasst, mit der Streak, zeige ich euch jetzt. Heute ist mal Premiere. Heute laufe ich mal mit meinem Freund Kalle. Alles gut? Alles gut. Den habe ich genötigt, hier mitzukommen. Ja, weil ich will ja die Streak wieder nicht abreißen lassen. Und wir sind wandern auf dem nächsten Abschnitt auf dem Jakobsweg. Und deshalb rennen wir heute Morgen hier in Naumburg mal eine kleine Runde. Wandern zählt nämlich nicht für die Streak. Man muss schon wenigstens locker laufen. Bis Naumburg von Görlitz aus waren es 300 Kilometer. Und an dem Tag ging es dann weiter bis nach Eckartsberga.
Gestern sind wir bis nach Eckartsberga gekommen mit unserer Wanderung. Hey Kalle. Wie sieht's aus? Und heute sind wir schon wieder unterwegs an der schönen Windmühle. Und da hinten kommt schon wieder die Sonne raus. Wir haben es jetzt schon den zweiten Tag in Folge so erlebt. Mal gucken, wie das Wetter heute wird. Und wir rennen weiter. Das war echt eine schöne Windmühle dort, aber eben nicht ganz so schön wie die hier. Ja, und an dem Tag waren wir früh 3,5 Kilometer gerannt und dann begann unser größter Streckenabschnitt. Dann sind wir 30 Kilometer gelaufen bis nach Bellstedt. Moin Kalle. Moin Eri. Und täglich grüßt das Murmeltier. Heute im dritten Tag in Folge, früh eine Runde mit dem Kalle. Aber wir sind ja auch am Tag immer weit unterwegs. Kalle probiert mal einen anderen Untergrund. Nicht so hart wie hier. Sehr schön. Jetzt gehen wir noch mal frühstücken in der Linde und dann nächste Etappe. So, jetzt kriegt ihr hier den dritten im Bunde auch mal zu sehen. Peter, alles fit? Nicht? Nein. Warum nicht? Eri schnarcht. Oh, ich habe geschnarcht die Nacht. Hast du nicht gut geschlafen? Doch. Ja. Euer Rennwart. Heute ist der vierte Tag, an dem wir unterwegs sind dieses Jahr. Wir sind in Freiburg gestartet und heute, wenn wir es schaffen, geht es bis nach Erfurt und dann wieder zurück. Die Gänse ziehen los und nehmen den Sommer mit. Ja, jetzt kommen, glaube ich, ein paar perfekte Tage zum Pilz suchen. Es war in der Nacht so feucht und am Tag wird es noch mal warm. Ich denke mal, da sprießen die so richtig aus der Erde. Ich will noch mal ganz kurz auf die Vor- und Nachteile vom Streakrunning eingehen. Das kann eine richtig gute Motivation sein, jeden Tag zu laufen, weil das ein schlechtes Gefühl ist, wenn man das abreißen lässt. Ja, da springt man immer wieder in die Laufschuhe und startet. Es darf aber kein Zwang werden. Das war bei mir beim letzten Mal so, bei den 193 Tagen waren einige dabei, die hätte ich vielleicht lieber lassen sollen. Und wenn das Gefühl vom Zwang diesmal aufkommt, habe ich mir vorgenommen, damit aufzuhören und das abzubrechen. Solange es ein motivierendes Gefühl ist, ist es gut und dann geht's weiter. Ja, ein riesengroßer Vorteil ist natürlich auch die Fitness, die Grundlagenausdauer. Wenn man jeden Tag läuft, da ist das echt klasse und so fit wie ich damals war, bin ich trotz Trainingsplan immer noch nicht wieder. Ein Nachteil ist die Zeit. Ja, man muss jeden Tag die Zeit haben und dafür habe ich die Ausrede, dass ich das ja auch auf dem Laufband machen kann. Da sind es 12 Minuten, die sollte man eigentlich jeden Tag haben. Ja, ich mache auch immer mal eine längere Strecke draußen, das habe ich bisher auch immer gemacht. Aber die Lückenfüller 12 Minuten, das sollte eigentlich klappen. Ja, wir haben das Ziel für dieses Jahr geschafft und sind in Erfurt angekommen. Einer freut sich ganz besonders. Er lacht sonst immer, nur nicht, wenn ich den Film anmache.
Ja, das war's für diese Woche. Danke fürs Zugucken, Leute. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert den Kanal. Dann sehen wir uns nächste Woche. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Ich hab nicht abonniert. Mach das mal endlich. Du hast vorhin schon gesagt, ich sprach nicht. Ja, du musst ja nicht. Ist ja alles freiwillig. Du musst nur sagen, wie es geht. Ja, wir wissen nicht, wie es geht. Im Zug haben wir WLAN. Ja, dann machen wir es nachher.